Liebe FEG Bern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz egal ob zu Hause an den Geräten oder unterwegs, ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier auf dem Kanal der FEG Bern. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute ist der vierte Advent. Das sind noch so etwa 4-5 Tage bis Weihnachten. Und Weihnachtszeit ist bekanntlich Familienzeit. Man beschenkt sich, man bekommt Geschenke, man gibt andere Dinge weiter, verbringt viel Zeit miteinander und fährt so ein bisschen aus dem hektischen Alltag herunter. Und klar, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, als wir das vielleicht sonst gewöhnt sind. Aber das mit den Geschenken, das bleibt immerhin auch dieses Jahr. Und je nachdem, wie ihr Geschenke auswählt, vielleicht kennt ihr das gerade ganz besonders aus der Familie oder vielleicht kennen das auch besonders die Ehepartner. Wenn man sich so in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit verdeckte Hinweise gibt, was man sich denn gern zu Weihnachten wünschen würde. Das sind dann so ein bisschen unterschwellige Ratschläge, die man weitergibt oder die man erhält. Und was man gerne hätte, leider werden nur diese Ratschläge so oft ignoriert. Und das kann dann immer wieder zu Enttäuschung führen, zu Missverständnissen. Man schenkt sich nicht unbedingt das, was man gern bekommen hätte, je nachdem, oder bekommt nicht das geschenkt. Und ich weiß noch zum Beispiel, als ich als Kind von meiner Oma ein Geschenk erhalten habe, das war ein Geschenk von vielen. Und ich habe zuerst all die anderen Geschenke geöffnet. Riesig darüber gefreut, lauter Spielzeug. Und dann bin ich zu dem Geschenk meiner Oma gegangen und dachte mir, was das wohl sein mag. Wäre doch nicht nötig gewesen, dass meine Oma mir was schenkt. Und wie ich das Geschenk so geöffnet habe, habe ich reingeschaut und dann waren da so ein paar selbstgestrickte Socken drin. Und für mich als Kind war das klar, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Hätte sie mich doch einfach mal gefragt. Sie hätte mich doch mal um Rat fragen können, mal ein bisschen nachhaken können. Wieso überhaupt kam die auf die Idee mit sowas? Ja, Spaß beiseite. Wir alle leben davon, dass wir auf den Rat von anderen angewiesen sind. Wir brauchen immer mal wieder Rückmeldung, wir brauchen immer mal wieder ein Echo. Und das ist nicht nur beim Geschenke aussuchen so. Nein, das betrifft unser gesamtes Leben und je nach Alter, je nach Beziehung ändert sich das auch ein bisschen. Es ändern sich auch die Leute, die wir um Rat fragen. Ich habe euch hier mal so ein kurzes Beispiel mitgebracht, das habe ich im Internet gefunden. Ich fand das ganz passend. So kann sich das im Lauf des Lebens ändern. Es heißt hier so, mit 4 Jahren, da denkt das Kind noch von der Mutter, Mama weiß alles. Mit 8 Jahren versteht das Kind schon ein bisschen mehr und sagt dann von der Mutter, Mama weiß viel. Mit 12 Jahren, Mama weiß nicht wirklich alles. Mit 14, Mama weiß gar nichts. Mit 16, wer ist eigentlich Mama? 18 Jahre, die Olle hat doch gar keine Ahnung. 25 Jahre, Mama weiß das vielleicht. Mit 35, ja, bevor wir das entscheiden, sollten wir erstmal Mama fragen. Mit 45 Jahren, ich frage mich, wie Mama darüber denkt. Und mit 70 Jahren, wie gern würde ich jetzt Mama fragen können. Also das ändert sich ja bei uns allen im Leben, je nach Einstellung, dass wir andere um Rat fragen. Das ist auch ein Stück weit normal, das ist auch nicht nur bei den Eltern oder den Eltern gegenüber so. Nein, aber eines ist absolut wichtig und das möchte ich am Anfang so herausheben. Wir sind auf das Wissen von anderen angewiesen. Das gehört dazu, ob wir das wollen oder nicht. Und ich möchte uns heute an diesem vierten Advent ein bisschen mit uns weitergehen im Buch durch die Sprüche. Wir wollen uns weiter mit dem Thema Weisheit befassen, weil das unser ganzes Leben letztlich ausmacht. Das ist etwas, was ja gerade auch im Hinblick auf das neue Jahr jetzt an Weihnachten auch wichtig ist. Und wir wollen uns mal anschauen, was es damit im Buch der Sprüche auf sich hat. Worum geht es denn beim Rat annehmen oder sich beraten lassen? Das Thema Beratung kommt in den Sprüchen laufend vor.
Es ist eigentlich sogar so, dass man sagen kann, das Buch der Sprüche wurde gerade dazu geschrieben. Direkt, wenn man im ersten Kapitel des Buches der Sprüche nur die ersten 9 Verse schon liest, da heißt es, dass wir diese Ratschläge, die dort aufgelistet sind, unbedingt annehmen sollten. Und damit ist ja nicht nur ein Teil gemeint, nein, das ganze Buch der Sprüche dreht sich darum, denn Beratung macht letztlich Weisheit aus. Und wer sich in sein Leben hineinreden lässt, der wird zunehmend weise. Ich möchte euch 2 Verse gern vorlesen aus dem Sprüchebuch, und zwar aus Kapitel 12. Wer mitlesen will, darf das sehr gerne machen. Vielleicht habt ihr die Bibel gerade da. Ansonsten dürft ihr natürlich kurz auch auf Pause drücken, die Bibel holen, gern das ein bisschen mitverfolgen. Und das heißt hier in Sprüche Kapitel 12, in Vers 1 direkt folgendes: Wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Und in Vers 15 heißt es: Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser, der hört auf guten Rat. Die ein bisschen moderneres Deutsch, die neue evangelistische Übersetzung, die übersetzt das folgendermaßen: Sie sagt, wer Zurechtweisung liebt, der liebt es zu lernen. Wer keine Ermahnung erträgt, ist einfach nur dumm. Und Vers 15, ein Dummkopf hält alles, was er tut, für recht, doch ein Weiser hört auf Rat. Also kurz, ein weiser Mensch, der lässt sich gern beraten und der nimmt auch Rat an. Das ist das, worum es geht. Das ist das Grundkonzept von Weisheit. Kein Mensch wird einfach so aus sich selbst heraus weise. Natürlich, Lebenserfahrung hilft. Wir lernen im Laufe des Lebens automatisch auch gewisse Dinge aus den Erfahrungen, die wir selbst machen. Aber echte Weisheit erhalten wir vor allem auch mit und durch andere. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Der Titel lautet: Der Klügere fragt nach. Und ich möchte mit uns 4 Fragen so ein bisschen durchgehen oder 4 Punkte, die wir uns gemeinsam anschauen möchten. Das erste ist mal: Warum ist denn Beratung überhaupt wichtig oder was sind die Konsequenzen? Der zweite Punkt: Was heißt es denn jetzt, Rat anzunehmen? Also wie sieht das praktisch im Leben aus? Wie können wir das umsetzen? Gerade jetzt auch im Blick auf die Weihnachtszeit oder das bald schon kommende neue Jahr. Als drittes wollen wir uns mal anschauen, ja, was heißt es denn, Rat zu geben? Was bedeutet es vielleicht, ein Ratgeber zu sein? Und als letztes, wie können wir einen guten von einem schlechten Rat unterscheiden? Das ist sehr entscheidend und wichtig und das wollen wir uns heute anschauen. Deshalb möchten wir gleich mal mit dem ersten Punkt starten. Warum ist denn Beratung überhaupt so wichtig? Die allermeisten von uns kennen sicherlich den Mythos rund um das trojanische Pferd. Wir kennen das heute vor allen Dingen aus dem Computerzeitalter von Viren. Ein Trojaner, das ist ja ein Virus, der sich praktisch in das System unbemerkt einschleust und dann Schaden anrichtet oder ausspioniert, irgendwie so. Und Troja war aber eigentlich laut dem Mythos eine Stadt. Das vermutlich in der heutigen Türkei, und das hat uns dieser Mythos prägt uns bis heute. Diese Stadt galt damals als uneinnehmbar. Es gab immer wieder Angriffe auf und gegen diese Stadt, die sind alle gescheitert. Niemand ist es wirklich gelungen, die Stadt einzunehmen. Und der Geschichte nach eroberte dann ein griechischer Stadtstaat Troja mit einer List. Und zwar haben sie Folgendes gemacht: Sie haben ein riesiges Holzpferd gebaut. Und in dieses Holzpferd haben sie lauter Soldaten versteckt. Dann haben sie dieses Holzpferd vor die Stadt gezogen, haben es dort vor die Stadtmauern gestellt und als Geschenk präsentiert. Und in der Stadt hat man sich dann beratschlagt und überlegt, ja, was machen wir jetzt damit? Es gab ein paar Stimmen, die aufgekommen sind und gesagt haben, das können wir auf keinen Fall so annehmen. Wir trauen der Sache nicht ganz. Es gab einige, die waren sehr, sehr misstrauisch. Aber die Mächtigen haben sich all diesen Beratern, all diesen Ratschlägen widersetzt und haben dieses Geschenk in die
vermeintliche Geschenk in die Stadt hineingezogen. Und in der Nacht sind die Soldaten aus dem Innern des Pferdes herausgeschlüpft, haben die Stadttore geöffnet, die feindliche Armee in die Stadt gelassen und am Ende in die Stadt, die ganze Stadt erobert. Keiner konnte entkommen. Troja war eingenommen. So viel also mal zu diesem Mythos. Und hier wird uns so ein bisschen folgenreich dargestellt, was das bedeuten kann, wenn man nicht auf den Rat von so manch klugen Leuten hört. Die Konsequenzen können manchmal verheerend sein. In Sprüche 11, Vers 14 heißt es, wo es an weiser Führung fehlt, da kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Also Ratgeber oder sich Rat einholen macht gute Führung aus. Gerade insbesondere Leiter brauchen Berater an ihrer Seite. Das ist sehr wichtig. Wenn sich ein Leiter nichts sagen lässt, dann kann das ganz schön gefährlich sein. Weil von ihm hängen ja noch andere Menschen ab. Da werden andere Menschen beeinflusst, die er ja direkt leitet. Und wir sehen das auch vielleicht aktuell, wenn gerade Politiker sich nicht beraten lassen oder falsch beraten lassen, dann kann das schlimme Folgen fürs ganze Volk. Aber die Bibel warnt natürlich nicht nur Leiter, sondern sie warnt letztlich alle Menschen. Und ich mache die Beobachtung, dass wir gerade in dieser westlichen Welt so unheimlich vom Individualismus geprägt sind. Wir lassen uns absolut nicht gern in unser Leben reinquatschen. Das ist etwas, was uns irgendwie auszeichnet. Jeder geht seinen Weg, höchstens wenn es mal hart auf hart kommt. Aber mal ganz ehrlich, wer von uns fragt schon nach, wenn er ein Haus bauen will? Das entscheiden wir selbst. Wer von uns fragt schon andere um Rat, wenn es um die Jobwahl geht? Oder ganz besonders da sehe ich immer das Problem bei der Partnerwahl. Also wer von uns lässt sich da schon gern reinreden? Das ist absolute Privatsache. Was bilden sich andere ein, mir dort ins Leben zu reden? Und wisst ihr, wenn dann suchen wir doch unbewusst oder mehr oder weniger bewusst sogar die Menschen heraus, die uns genau das raten, was wir gern hören wollen. In Sprüche 1 heißt es direkt, im ersten Kapitel des Sprüchebuchs heißt es in Vers 25, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben, darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Die Konsequenzen, sich nicht ins Leben reinreden zu lassen, die können schwerwiegend sein. Das Buch der Sprüche zeigt uns und warnt eindrücklich, es sagt, wenn sich ein Mensch nicht sagen lässt in seinem Leben, den kostet es am Ende das Leben. Fakt ist, jeder von uns hat gewisse Vorurteile, gewisse Klischees. Wir alle haben so ein bestimmtes Weltbild, wir haben Gesetze in unserem Denken, oder gewisse Sachen, an die wir irgendwie alle glauben und die wir nicht mehr hinterfragen. Das gehört so dazu. Sogar der Mensch, der sich für völlig frei von Vorurteilen und frei von Klischees hält, genau der hat Vorurteile und Klischees, weil kein Mensch ist wirklich objektiv. Und ein vernünftiger Mensch hört auf guten Rat und prüft immer wieder, er prüft praktisch andauernd, ob er nicht voreingenommen ist. Das ist so wichtig. Deshalb die Frage an uns, sind wir immer wieder kritisch am Überprüfen? Sind wir immer wieder dabei, uns ja mal zu hinterfragen oder lehnen wir uns selbstsicher und selbstgefällig zurück? Haben wir schon die Erfahrung gemacht, wie sich unser Weltbild überhaupt verändert hat? Wer das alles nicht macht, den nennen die Sprüche
Hier haben wir es vorhin gelesen, in Kapitel 12, einen Narren oder einen Toren. Die neue evangelistische Übersetzung nimmt so ein moderneres Wort, Dummkopf. Man könnte auch einfach sagen, Idiot. So hart das klingt. Aber das ist damit gemeint. Zu der Frage, warum also Beratung wichtig ist, haben wir die erste Antwort, damit ich weise werde, damit ich nicht wie ein Idiot durch die Welt laufe und ja, es mich am Ende und andere vielleicht sogar ihr Leben kostet. Deshalb ist es wichtig, der Klügere fragt nach. Wir wollen jetzt mal etwas praktischer werden. Was heißt das für uns persönlich? Vielleicht, wir stimmen wahrscheinlich alle ein bisschen damit überein, ja, Rat holen ist an sich eine gute Sache. Aber wie können wir das jetzt umsetzen? Es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen dafür, dass ich überhaupt Rat annehme. In Kapitel 2 der Sprüche, da werden uns ein paar Merkmale beschrieben, die ein Mensch braucht, um weise zu werden, um sich beraten zu lassen. Ich möchte euch mal hier so ein paar Punkte zeigen. Zuerst einmal, Beratung einholen erfordert viel Demut und ein aufrichtiges Herz. Ich muss zuerst einmal meine eigene Schwachheit, mein eigenes Versagen anerkennen, damit ich überhaupt bereit bin, mich beraten zu lassen. Das ist entscheidend. Wer zu viel von sich hält, den interessieren andere Meinungen nicht. Und es ist tatsächlich ein Zeichen von Hochmut, wenn man denkt, dass man keinen Rat bräuchte. Ich begegne immer mal wieder Leuten, die sagen, ja, ich und der Heilige Geist, wir zwei, das reicht. Ich brauche nicht wirklich andere Leute, ich bin auch erfahren genug. Wisst ihr, es ist unheimlich bequem. Es ist mega bequem, wenn man allein für sich unterwegs ist. Man hat dann nämlich gar keine Nerven, Gegenstimmen. Es ist total angenehm, einfach sein Ding zu machen. Aber im Kern ist das nichts weiter als Stolz. Stolz, sich nicht ins eigene Leben reinreden zu lassen. Der Stolz, dass man meint, die anderen nicht zu brauchen. Der Stolz, dass die anderen eh alle schräg sind und man weiß es eh besser. Unser Herr stellt uns manchmal ganz bewusst andere Menschen an unsere Seite, die übrigens auch den Heiligen Geist haben, und möchte uns vielleicht genau durch sie leiten, damit wir durch sie geleitet werden. Das kann zum Beispiel in der Predigt sein, das kann in der Bibelstunde sein, aber auch im ganz persönlichen Gespräch völlig unspektakulär. Und deshalb gibt es Gemeinde, wir brauchen Menschen, die uns immer wieder in unser Leben hineinreden dürfen. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit dieser Warnung vor einem Geisterfahrer. Also stell dir vor, wenn du allein in die Richtung fährst und dir alle Menschen entgegenkommen, dann musst du dich langsam mal fragen, ob du nicht selbst der Geisterfahrer bist. Wir sollten also unbedingt Korrektur und Zurechtweisung ernst nehmen, besonders dann, wenn wir immer wieder dasselbe hören, wenn verschiedene Leute uns auf dasselbe ansprechen, dann sollten wir unbedingt darüber wenigstens nachdenken und misstrauisch werden. Der zweite Punkt ist, benötigt vor allen Dingen Liebe zur Wahrheit. Das ist sehr entscheidend. Es gibt manchmal so ein bisschen den Ausdruck, du musst einfach auf dein Bauchgefühl hören. Man kann das je nachdem vielleicht auch frommer sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt. Und wisst ihr, da müssen wir auch echt vorsichtig sein. Unser Bauchgefühl ist nicht, oder generell unsere Gefühle sind nicht zuverlässig. Also auch dann nicht, wenn wir gläubig sind oder Christen sind. Ich schließe nicht aus, dass Gottes Geist auch zu uns so reden kann und das auch hin und wieder macht. Aber das ist keine Regel, auf die wir uns verlassen können. Rat annehmen heißt manchmal, dass man nämlich eigene Ansichten komplett korrigieren muss. Manchmal muss man zurückstecken. Das entspricht vielleicht auch gar nicht immer unseren Wünschen. Das ist nicht immer bequem und einfach. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, das sagt, hör auf den Rat derer, die dich lieben, auch wenn er in deinen Augen nicht richtig ist.
Ein weiterer Punkt ist, werde selbst aktiv. Also es geht nicht darum, dass wir immer warten, bis andere auf uns zukommen, sondern auch ruhig mal auf andere zugehen. Such dir einen Hauskreis, besuche Kleingruppen, hör auf den Rat von anderen, such ihn ganz bewusst, such dir vielleicht auch eine Person aus, mit der du geistlich wachsen kannst. Das ist wichtig für unser Glaubensleben, und wenn Gott gerade auch andere Menschen gebraucht, um zu uns zu reden, dann heißt es übrigens auch, dass Gott zu uns in Form von Büchern Weisheit lehren möchte. Also wir können uns aktiv beraten lassen durch Bücher von anderen Christen. Es geht nicht darum zu sagen, ich lese nur die Bibel, den Rest brauchen wir nicht, der Rest ist alles menschliches Wort. Natürlich reicht die Bibel. Aber Gott möchte manchmal gerade auch andere Bücher nehmen, um uns nochmal neue Sachen aufzuzeigen, die uns helfen wollen, die Bibel noch in ihrer ganzen Tiefe und Breite zu verstehen, von anderen Gläubigen geschrieben, die diese Erfahrung schon gemacht haben, damit wir uns im Leben zurechtfinden können. Leider gibt es so viel Schrott in der Literatur, dass man nicht immer alles kaufen sollte. Das ist auch zu wichtig zu beachten, aber man kann ja dafür andere fragen, die sich damit auskennen. Und noch ein Punkt, je mehr Ratgeber man hat, desto besser. Also die Sprüche sagen, dass es am besten sogar ist, viele Ratgeber zu haben. Und das ist erstens deshalb so, wenn wir nur einen oder wenige Ratgeber haben, dann kann das sein, dass wir uns genau die Person aussuchen, die am allerehesten mit unserer eigenen persönlichen Meinung übereinstimmt. Und die redet uns dann nur noch den Mund. Ein zweiter Punkt ist der, wenn du mehrere Meinungen hörst, dann siehst du so ein bisschen immer wieder Überschneidungen, dann kannst du schon mal ein bisschen sicherer sein von gewissen Sachen, die dir immer wieder rückgemeldet werden, aber vielleicht auch Probleme, die mehrfach aufgezeigt werden oder Optionen. Wenn ich nur ein oder zwei Stimmen habe, dann kann das zu wenig sein. Also wer sich reinreden lässt, sagen die Sprüche in Kapitel 3, der kommt ans Ziel und der findet Frieden. Aber es geht nicht nur darum, dass wir Rat annehmen, sondern es geht auch darum, dass wir anderen Ratschläge geben, dass wir anderen Ratschläge weitergeben. Und es ist dabei keine Schande, wenn wir einfach ganz ehrlich sagen, und dass wir gerade nicht den perfekten Rat wissen. Es ist sogar manchmal besser, wenn wir da ganz ehrlich sind und sagen, ich weiß es nicht. Manchmal müssen wir vielleicht auch mit anderen oder von anderen uns noch Tipps holen. Aber es ist das Kennzeichen eines echten Freundes, wenn er ein guter Ratgeber ist. In Sprüche 27, Vers 9 heißt es, Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, so auch die süße Rede eines Freundes aus dem Rat seiner Seele. Echte Freunde haben konstruktive Auseinandersetzungen, die ihr Weltbild schärfen. Und wir sollten uns immer wieder bewusst sein, dass jede Freundschaft, dass jede Beziehung, jedes Miteinander irgendwie sich automatisch auswirkt auf das Leben des anderen und auch auf mein Leben. Wir beraten sozusagen also schon nur mit unserem Miteinander, mit unserem Lebensstil auf eine Art. Wir prägen einander. Und deshalb kann es wichtig sein, wenn wir anderen helfen, anderen Rat geben, wenn wir ganz bewusst und ganz gezielt auch immer mal wieder auf andere zugehen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage von heute. Denn niemand weiß ja wirklich bei allem, was jetzt 100% richtig ist. Es gibt ja keinen Ratgeber hier bei uns, oder ja, der irgendwie perfekt ist, kein Ratschlag, der immer genau richtig ist. Deshalb kommen wir noch zur letzten Frage, wie können wir denn einen guten von einem schlechten Rat unterscheiden? Es geht zunächst mal nicht darum, dass wir alles immer auf die Goldwaage, kann man so sagen, legen, was andere sagen. Es kommt sehr, sehr stark auch auf die Person an. Es ist sehr stark abhängig von der Person. Es ist ganz wichtig, wir dürfen nicht auf alles und jeden hören. Wir müssen immer wieder auch, das ist bedeutend, klare Standpunkte haben, die wir aus Überzeugung vertreten.
Aber es gibt eine Richtschnur bei alledem. Und das ist Gottes Wort. Das zeigt uns die Bibel immer wieder, das zeigen auch die Sprüche. Gott möchte uns in diese Wahrheit hineinführen und die Sprüche lehren die Wahrheit. Das bedeutet also, dass wir uns an der Bibel orientieren können. Es ist so entscheidend, dass wir vor allem Gottes Wort kennen und dass wir Zeit darin verbringen. Weil je tiefer wir in Gottes Wort zu Hause sind, desto besser können wir richtig und falsch unterscheiden lernen. Wenn wir also Beratung möchten, dann ist die wichtigste Stimme immer die in Gottes Wort. Das ist die, die über allen steht. Wenn das Wort Gottes ist das, was am allermeisten zählt, wisst ihr, wir können Bücher, wir können Meinungen von Leuten, Ratschläge von Freunden immer anhand von Gottes Wort überprüfen, ob es damit übereinstimmt. Und ich weiß, das ist immer wieder auch herausfordernd. Charles Haddon Spurgeon hat gesagt, viele Leute haben nichts dagegen, dass die Bibel ihnen in Zeiten der Not und Trübsal Trost spendet. Aber es fällt ihnen nicht ein, sie als Beraterin im täglichen Leben zu gebrauchen. Wenn es um unser Privatleben geht, dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir lieber andere Ratgeber nehmen als die Bibel. Aber gerade aus der Bibel erfahren wir eben auch, welche Merkmale denn gute und schlechte Ratschläge oder Berater haben. Ich habe euch hier mal so ein paar aufgelistet, ein paar mitgebracht. Kommen wir mal zu den schlechten Ratgebern oder den schlechten Ratschlägen. Ein schlechter Ratgeber, der interessiert sich nicht für mich. Ein schlechter Ratgeber interessiert sich nicht für mich. Man sieht das vor allem daran, wenn er aus selbstsüchtigen Motiven handelt. Diese Person, die profitiert davon und sie handelt also nach ihrem eigenen Vorteil. Da sollten wir unbedingt misstrauisch sein. Ein schlechter Ratgeber, der redet mir immer nach dem Mund und er widerspricht mir zum Beispiel nie. Der sagt mir immer nur genau das, was ich hören will. Das kann zum Beispiel etwas sein, das nur uns selbst etwas bringt, das vielleicht auch andere verletzt. Wir sehen das im Alten Testament immer wieder, die falschen Propheten, die sagen dem König genau das, was er hören will. Ein schlechter Ratgeber, der möchte mich zur Sünde verleiten, heißt es in Sprüche 1, 10 bis 19. Aber auch das zeichnet einen schlechten Ratgeber aus. Er redet hinter meinem Rücken über mich und er plaudert Geheimnisse aus. Es kommt zu so einem gewissen Vertrauensbruch. Ein schlechter Ratgeber, der bindet mich an sich. Das ist absolut entscheidend. Er will auch nicht, dass ich zu anderen gehe. Er übt vielleicht sogar Druck auf mich aus. Und falsche Ratgeber leiten uns vor allem weg von Gott und von dem Erlösungswerk in Jesus Christus, von der Rettung in ihm. Wir könnten diese ganze Liste hier noch ein bisschen verlängern, wir könnten noch Sachen dazufügen, das ist nicht vollständig. Aber das mal so ein bisschen als Hilfestellung für uns. Was sind jetzt die Merkmale eines guten Ratgebers? Was kann uns helfen, einen guten Ratgeber zu erkennen? Ein guter Ratgeber zum Beispiel nimmt mich ernst und will mir wirklich aufhelfen. Leute, die sensibel sind, spüren das meistens sehr gut. Ein guter Ratgeber führt mich in die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Also er hat das Ziel, dass ich selbst reif werde, dass ich weiterkomme, dass ich selbstständig bin. Und ein guter Ratgeber sagt mir auch nicht immer das, was ich gern hören will, sondern er widerspricht mir auch mal. Er liebt die Wahrheit, er hebt die Wahrheit hoch, er hält die Wahrheit hoch. Ein guter Ratgeber lebt das, was er sagt. Und ein guter Ratgeber ist offen und ehrlich zu mir und steht auch zu den eigenen Schwächen, dass er es selbst auch nicht immer hinbekommt. Ein richtiger Rat führt mich zur Wahrheit. Er orientiert sich an Gottes Wort, so wie wir das vorhin schon gesehen haben, weil das die Richtschnur ist. Und wisst ihr, das sind alles Punkte, die wir auch in den Sprüchen finden. Ich bin sicher, wir könnten auch hier noch mehr Aspekte hinzufügen.
Aber ich möchte eines zum Schluss noch mal ganz besonders hervorheben, und das ist das: ein guter Ratgeber führt mich letztlich immer zu dem einen. Er führt mich zu dem einen, der absolut rein, der absolut perfekt, der absolut wahrhaftig und absolut allwissend ist. Und das ist Gott selbst, heißt es in Sprüche 8. Gott selbst braucht nämlich keinen Ratgeber. Er selbst braucht niemanden, der ihm sagt, wohin es geht. Und ein guter Ratgeber führt mich immer zu ihm. Ein wirklich guter Ratgeber führt mich immer zu Jesus Christus. Er führt mich zu dieser Wahrheit. Er selbst liebt die Wahrheit und Jesus Christus ist die Wahrheit. Das sagt er von sich selbst. In Johannes 14, er ist unser Retter und diesen feiern wir ganz besonders in diesen Weihnachtstagen. Von dem Messias heißt es in Jesaja, dass er unser Ratgeber, dass er der Ratgeber der Menschen sein wird. In Jesaja 9 heißt es das in Vers 5. Es steht dort geschrieben, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und er wird auch angekündigt als einer, auf dem der Geist des Herrn ruht. Das heißt, er ist derjenige, der uns beraten möchte. In Jesaja 11, Vers 2, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesus Christus ist der echte und er ist der beste Ratgeber, den wir haben können. Er ist derjenige, weshalb wir überhaupt diesen vierten Advent feiern. Mit diesem Advent feiern wir seine Ankunft. Und die große Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist, ob Jesus unser persönlicher Ratgeber im Leben ist. Lassen wir uns von ihm in unser Leben reinreden? Hören wir auf sein Wort? Hören wir auf die Diener und Geschwister, die er uns an die Seite gestellt hat? Sind wir bereit, uns selbst in Frage zu stellen? Ein Mensch, der sich nicht selbst hinterfragt, bei dem müssen wir uns fragen, kennt diese Person Gott überhaupt? Wenn wir schon oft gehört haben, dass wir in unserem Leben endlich klare Sache mit Jesus machen sollen, dass wir in unserem Leben endlich auf sein Wort hören sollen, aber nie darauf eingegangen sind, dann möchte ich dich ermutigen, mach es jetzt, mach es fest und warte nicht länger. Denke nicht, ich mache das irgendwann mal, dann, wenn mal Zeit ist, weil genau dann kann es zu spät sein. Mach es heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Wisst ihr, wir alle sollten immer wieder auf die Worte unseres Herrn hören, weil sie der beste Ratgeber sind für unser ganzes Leben. Seine Gebote sind richtungsweisend für unser Leben als Christ. Und daran können wir uns orientieren. Das heißt nicht, dass wir uns selbst zu besseren Menschen machen können oder dass wir zu besseren Menschen werden. Nein, aber wer auf Gottes Gebote Acht gibt, der wird weise, der handelt weise. Wer darauf hört, handelt besser. Gottes Wort zeigt uns den Lebensweg auf, den wir gehen sollen. Und sein Wort führt uns immer zu dem Besten, was wir haben können. Und das ist letztlich zu ihm selbst. Er ist auf jeder Seite seines Wortes. Überall dreht sich alles um ihn. Und in Sprüche 3 heißt es, in Kapitel 3, Vers 1 bis 4, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen, binde sie um deinen Hals, schreib sie auf die Tafel deines Herzens.
so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Gott persönlich möchte uns beraten. Wenn ein Kind Gottes nicht hören will, dann muss Gott uns manchmal immer wieder korrigieren. Und das kann je nachdem auch ziemlich schmerzhaft sein. Aber Gott hat etwas Gutes im Sinn. Wenn er uns korrigiert, wisst ihr, dann ist das letztlich sein Liebesbeweis an uns. Wenn er uns beraten möchte, dann ist das sein Liebesbeweis für uns. Und wer sich von Gott ja beraten lässt, wer sich vor Jesus Christus demütigt, wer diesem Erlöser glaubt, der wird Gottes Führung auch in seinem Leben erleben. Wer zu Jesus gehört, der hat schon erlebt, wie Gott buchstäblich in das Leben hineingeredet hat. Der hat erlebt, wie er verändert wurde und laufend verändert wird. Und wisst ihr, wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, ich weiß nicht, wie oft ich Gottes Rat schon abgelehnt habe. Manchmal hat er vielleicht zu mir geredet durch andere Menschen und ich wollte nicht hören. Anderes Mal habe ich sein Wort nicht ernst genommen, obwohl es eigentlich klar war. Wieder ein anderes Mal, da war ich nicht einverstanden mit seinem Rat, meinte, ich wüsste es besser. Wie oft war mir vielleicht sogar die Lüge lieber als die Wahrheit und vielleicht war ich schon so oft ein schlechter Ratgeber für andere. Wenn dir gerade dein ganzes Versagen bei all dem so bewusst wird, wenn dir deine ganzen Fehler so vor Augen sind und du dich fragst, ja, was daraus werden soll, dann komm zu Jesus Christus. Komm zu ihm, denn du darfst wissen, er ist treu und er steht auch zu seinem Rat. Er steht zu seinem Wort und das heißt, in ihm ist auch die Vergebung. In ihm ist auch die Hilfe. In ihm ist Rettung. Aber warte nicht, bis es zu spät ist. Warte nicht erst, bis es nicht mehr geht. Wer sich von ihm ins Leben reden lässt, der wird weise werden. Wer von seinem Wort bestimmt wird, wer es hört und wer es tut, der wird letztlich ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir für dich, ganz besonders in dieser Weihnachtszeit und auch im Blick auf das kommende Jahr. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten zum Abschluss. Unser treuer Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für das Buch der Sprüche, was so wertvoll ist, Herr, was uns ja so praktisch in unserem Leben Rat geben möchte, was uns beraten will. Hab Dank für dein ganzes Wort, was uns deinen ganzen Ratschluss aufzeigt, Herr. Alles, was dir wichtig ist, was du uns mitteilen möchtest und ja, wie du dich uns geoffenbart hast in deinem Wort, Herr. Wir danken dir von Herzen ja, für diese Klarheit, für die Wahrheit, für die Orientierung, die du schenkst. Und lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns weiterhin veränderst, dass du uns hilfst, dass wir deinen Rat ernst nehmen und dass du uns recht führst, dass wir erleben dürfen, Herr, wie dein Ratgeber, wie du der beste Ratgeber bist und wie deine Ratschläge ja das Beste sind für unser Leben. Lass sie uns immer mehr lieben, lass uns die Wahrheit lieben. Und ja, bitte gestalte uns weiter um, sodass wir davon bestimmt werden, von dem, was du sagst, was dir wichtig ist. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und so komm du mit uns in diese Advents- und Weihnachtszeit und auch ganz besonders in das neue Jahr. Amen. Ich möchte euch noch einen Segensvers vorlesen und mitgeben. In Psalm 32, Vers 8, da heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten und mein Auge auf dich richten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit, ein gesegnetes
neues Jahr und ganz besonders seine Weisheit und seine Führung für dich auf dem weiteren Lebensweg. Schön, dass Sie mit dabei waren und bis zum nächsten Mal.